So. Ich das wieder dran machen. Dun, 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 dun. Jetzt muss ich das hier nur noch so machen, dass es nach vorne kann. Ein rotes Meer. So, jetzt kann er produzieren. Der Generator blinkt übrigens immer noch. Hm? Ja, der blinkt, weil der immer was produziert, wenn die Bedbox leer wird. Die Temperatur der Motoren ist auch im angenehmen Bereich. Das Ganze wird nur ermöglicht durch diesen Chunk-Loader her, sonst würde das Ganze gar nichts bringen. Ja. Ganz genau. Wir lassen den ersten, also ich glaube, wir machen das so, wir tun das dann rauspumpen, aber ich muss noch eine Hölzerne machen. Ich gehe jetzt mal ganz kurz in Creative und tauche jetzt mal in die Lava und guck mal, wie tief das noch ist. Das ist tief. Ich leg mal kurz meine Sachen ab. Aber eigentlich dem passiert ja nichts. Ja, das ist noch ziemlich tief. Also, das geht noch ein paar Blöcke so. Also bis das weg das ist. Nicht mitgenommen, meine Güte. Also hier fängt's an. 33 und fallen tue ich ab 24 nicht mehr. Also 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Also es sind 10 Blöcke noch. Boah. Es fehlt immer irgendwas. Und das in dem gesamten Radius. Ja, Creeper, was will. Hau ab. Hau ab. Also, da können wir noch viel abpumpen. Ein Creeper steht vor meiner Tür. So heißt die Folge. Jo. Ey, wieso sind jetzt hier Pigmans gespawnt? Hey, was. Ey, was soll denn die Scheiße jetzt? Was denn? Ja, hier sind jetzt Pigmans in unserem Maschinenraum gespawnt. Wie das denn? Keine Ahnung. Also doch, das geht auch. Drecksviecher, ey. Ich greife die jetzt aber nicht an, habe ich keine Lust drauf. Ja, warte mal, da will ich aber, dass die wieder raus, dass ich den ausmachen kann. Okay, das ist so vielleicht, dass ich den dann so... Ja, das geht. Ich mach wieder aus. Übrigens, wer hier die Dinger nicht versteht, die Waypoints hier, der Mod rechnet die Dinger hier um, die Waypoints, also der gelbe Balken, das hier, da befinden sich die Schafe, das heißt, wenn ich jetzt halt hier ein Netherportal hinmachen würde, würde ich da bei den Schafen rauskommen. Ja. Und hier ist unser Homepunkt über die Hölle umgerechnet. Das so, Kevin, wir haben jetzt, können jetzt Scrapboxen herstellen. Sehr schön. Also produziert schon, ich habe jetzt eine schon in der Hand. Was man mit denen auch noch machen kann, ist, man kann einfach Rechtsklick machen, dann kriegt man irgendeinen Müll raus. Irgendein Item, ja. Zum Beispiel habe ich jetzt einen Niederstein raus bekommen. Nieder. Eieiei. Creeper. Du lebst da, ich lebe hier sehr gefährlich. Man macht doch deine scheiß Tür zu, oder? Ja, die ist ja zu, nur steht da davor. Ich baue da jetzt eine hin, ey, ganz ehrlich. Aber zuerst mal will ich unser MFSU aufladen, was auch immer das ist, weil das ist hier irgendwie fast leer. Da unten vorne sind zwei Creeper, ey, kommt. Drei! Willst du mich? Ach du Scheiße, wir sitzen auch schon wieder seit 3 Stunden hier, ey. Ich weiß. Meine Fresse. Ey, ihr Creeper, ihr wollt mich doch verarschen, ey. Wie soll ich euch jetzt killen? Okay, die merken nichts mehr von mir, wenn ich weg bin, gut. Ich mach da jetzt mal dicht. Oder du kommst. Ich? Ja. Nee, kommst du? Nee, ne? Ja, ich komme über meinen Alternativ. Ich leg mich mal ins Bett. Leg du dich auch mal bitte ins Bett. Meins ist drüben. Ich bin gleich da. Ich warte nur, bis das MFSU-Dingensen da aufgeladen hat. Wir sind auch fast voll mit meinem MFSU. Hier drüben. Oh, das ist aber schon. Der hat schon 9 mal 11 Scrap hergestellt. 9 mal 11 und hier kommt immer mehr.
Ich mach die jetzt mal aus wieder. Oh, jetzt ist hier meine ganze Konsole wieder voll, ey. Achso, ich wollte ja hier eine Kiste hinstellen, genau. Warte. Und jetzt. Boah, ist die voll, die Konsole. Ist ja Hammer, ey. Was da alles drin steht. Unbekannter Befehl. Was auch immer. Warum steht da unbekannter Befehl? Ach, der Domi hat geschrieben. Da draußen sind halt ein paar Sleeper, ne? Ach, der ist in Rom ist er. Ja, ja, Klassenfahrt oder sowas. Ich brauche eine Kiste. Oder ich nehme einfach mal die Eisenkiste, die da steht. Die ist ja leer, also. Ja, machen platt. Weil dann tun wir nämlich erstmal die hier so rein. In eine Kiste. Dann wird nämlich erstmal produziert, so geht nicht mehr. Und danach können wir dann Hyometer anschmeißen. Dann haben wir einen Vorrat von den Scrapboxen, ne? So sieht's aus. Achso, dann müsste ich die ja auch mal. Sel, du verstehst schon dein Handwerk, wenn du willst. Ja. Aber nur wenn ich will, ne? Ja, aber meistens willst du ja nicht, sondern meckerst mich nur an. Ich habe jetzt keine Lust, ja. Genau so. Genau so macht das jeden Tag. Immer. Rund um die Uhr. Keine Sekunde habe ich Ruhe. Nie. Nie. Nee, im Leben. Nicht mal, ich Lindenstraße sehen will. Jo, es gibt da so ein... Ich weiß nicht, wie dieser Block heißt. Da gibt es so einen Block, der tut es aus der Kiste raussaugen und dann in so ein anderes Rohr rein. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Suche ich mal durch. Irgendwann finde ich das. Was ist denn das hier? Verschlossene Truhe. Ach ja, gibt's ja noch. Gibt's ja noch. Ist ja geil. Hier ist wurde nix. Doch jetzt irgendwann in Zukunft mal rausgepatcht. Ja, seitdem die das umgestellt haben, da gibt's das nicht mehr. Was ist das? Da 1.5, ne? Bauplanbibliothek, ach ja. So, ich habe jetzt mal einen Haupteingang bei dir hingebaut. Was ist denn das für ein Mist? Na Marcel. Was? Ich habe jetzt mal ein Ding bei dir hingebaut. Soll ich noch ein bisschen Kies außen verlegen? Ein Weg oder was? Ja. Das ist mir egal. Wo ist denn... Hier ist alles nur Mikroblock. Das sind alle Mikroblocks, die man kann. Sind das... Aha. Wo ist hier? Hier könnte sein. Filter, Transposer, Blockbreaker oder ein Deployer. Ich weiß nicht mehr, was das... Ich weiß nicht mehr, welcher das ist von denen hier. Ja, keine Ahnung. Ein Filter? Nee, was ist denn das? Nee. Ich mach mal schon Shapcrafting. Dann sollte das. Das sollte das, glaube ich. Nee, warte, was? Also das Ding hier. Ein Transposer. Könnte sein, dass das ein Transposer ist. Wir haben's geschafft! Der MSFU ist gefüllt mit Energie! Yo. Jetzt hast du halt die ganzen scheiß Generatoren hier die ganze Zeit am Stottern. Die sind sehr schnell leer. Das Ding. Ich such diese, meine Güte. Sind ja nur 5 Seiten, ja. Hier sind die Portal Guns. Dann mach ich mir die hier. Die Portal Gun vom Peabody. Und du machst hier die Portal Gun vom Atlas, ne? Ja, und wer die Gründe nicht kennt, der guckt Portal 2 Koop Let's Play. Ganz genau. Ist zwar schon uralt, aber immer noch gut. Ach ja. Wie geht denn das? Strukturrohr. Kies- und Pflasterstein-Transportrohr. Da können wir uns die Rohre verstecken hier. Ey, das ist geil. Da können wir die Rohre verstecken. Aber das will ich nicht. Ich will dieses scheiß Rohr haben. Wo ist denn das? Ist das überhaupt? Muss es geben. Das kann doch nicht schmeiß wahr sein. Schmeiß dir mal gerade dein Labpack hin, ne? Ja, mach das. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich voll bin. Ich hab's Klick machen hören, also hast du es bestimmt. Da sind die Ohren. Aber wo ja, und die automatische jetzt? Werkbank, die produziert jetzt halt immer Scrapboxen. Ja, wo ist denn das? Kann doch nicht wahr sein. Da gibt's so ein extra Rohr für. Ich weiß nicht, ob man das braucht.
Aber ich hab das gesehen. Irgendwie. Jetzt finde ich nicht mal mehr die Blockdinger da. Wo sind sie? Ja, hier. Was ist denn das eigentlich? Schritzer und Tube-Frame. Aha. Auch kein Mensch. Marcel erzählt uns hier einfach mal einen. Leitsensor gibt's sogar hier. Schon. Also ein Lichtsensor. Ja. Ja gut, das kann man auch beim nächsten Mal machen, oder? Ja, bestimmt. Ich meine, ich kann da nochmal nachgucken, was das für ein Rohr ist, ob man das überhaupt braucht. Weil ich weiß nicht, welcher von denen das ist, deswegen gucke ich da lieber nochmal nach, bevor wir jetzt irgendwas herstellen, das wir da nicht brauchen. Ne? Ja. Würde ich mal so sagen, ne? Gut, dann, ja, wie viel haben wir noch? 24 hat er schon gemacht. Das kann er hier produzieren. Ich meine, aber wenn es überirdisch ist, ich meine, wenn wir es an die Decke hängen. An die Decke. Wir können es auch unter die Decke machen, dann die mit diesen, wie heißen die? Warte, wie hießen die jetzt? Hier. Mit den Strukturrohren kann man dann auch die verdecken. Aus Stein hier. Du brauchst drei Strukturrohre und ein Stein. Das war jetzt ein Silberfischding, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Hier. Genau hier. Also drei Strukturrohre plus ein Stein sind 6 Facade-Steine, die kann man dann an die Rohre dran machen. Was? 6 Facade-Stein? Facade-Steine, wie die heißen. Facade, Doppelpunkt Stein. Oh, fuck it. Facade, und die tut man einfach hier draufsetzen und dann kommt, sieht das dann, also wenn man es rundherum macht, sieht es dann aus, als ob ein Stein, also ob es ein richtiger Stein ist. Oh. Wenn wir das dann oben in die Decke legen, einfach, also hier oben eine Reihe wegmachen, und dann einfach die Dinger drüber, dann sieht es aus, als ob da einfach nur, ja, Stein ist. Ja, kann man machen, ja. Wenn nicht, dann tun wir einfach das Ding gleich auch hier nochmal hinbauen und tun es dann nach oben. Und wieder. Werden die Motoren hier eigentlich auch warm oder nicht? Doch, die sind jetzt schon so heiß, wie es geht. Die können aber nicht explodieren. Die hölzernen. Jedenfalls habe ich schon noch niemanden gesehen, der das explodiert ist und die haben das Tag und noch laufen, also. Ne? Das verstehe ich sehr gut sogar. Weil es wieder eine gemacht. Weil, ja, Explosionen sind halt sehr unschön. Und wenn sie explodieren, dann heißt es auch egal. Innerhalb des Gebäudes. Die können nicht explodieren. Die Dinger können nicht explodieren. Ja, würde ich eigentlich mal sagen, wir machen jetzt mal Schluss, oder? Könnten wir eigentlich mal machen. Jetzt hat er das gemacht und jetzt hat er hier nichts. Ich kann ja den Server noch ein bisschen offscreen laufen lassen. Ganzen Tag und Nacht laufen lassen. Ja, kann ich auch. Dann haben wir irgendwann wenigstens mal die Kiste voll. Und wenn sie voll ist, machen wir einfach mal ein Upgrade und haben mehr Platz. Wie macht man eigentlich einen Chunk Loader? Du brauchst ein Enchantment Table? Nee, ja. Ja, ein Enchantment Table und tust dann Gold drum drauf oder so. Ja, Gold drum herum und eine Enderperle. Genau. Könnte man eigentlich mal schnell machen. Für was? Weiß ich nicht, dann läuft hier halt immer alles weiter, auch wenn ich nicht auf dem Server bin. Ach so, ja. Gut. Dann mach das. Nee, warte, ich mach die Obsidian. Oder habe ich schon? Nee, es ist ja drüben noch, ne? Nee, ist kein Problem, ich hab doch alles drüben. Naja, ich hab noch 3 Scrap in meinem Inventar. Vielleicht kommt ja da Gold raus. Ach, eine Enderperle kann ich mir auch herstellen, geil. Kannst ja alles herstellen. Mit wegen. Ja, aber nicht alles. Ein Buch, gut, Bücher haben wir. Nee, Gummi halt nicht, nur aus Yu-Yu Meta, aber nicht aus, ja, dem, gut, aus dem Stein. Aus, ja, dem, gleich. Aus dem Minium-Stein. Jetzt hör auf, mich da zu kontrollieren, ich mach das allein. Nee, das guck ich nach, ja. Wir haben kein Eisen mehr, shit. Ich hab hier noch 60. Ha, ich hab das zwar extra mitgenommen. So. Dann ist gut. Damit wir vielleicht, ja, wir brauchen sowieso dann beim nächsten Mal noch ein paar Rohre. Ich weiß aber nicht, ob wir die Eisenrohre benutzen. Ich habe, glaube ich, ein bisschen viele gemacht. Ich brauche Holz. Hm.
Ja, die Eisenrohre sind eigentlich nur, wenn es zwei Wege gibt, kann man dann machen, ja, dass der doch nur in eine Richtung läuft. Deswegen.